Welche Macht, fragst du dich? Sehen Sie die Zirbeldrüse als ein natürliches Sinnesorgan an, das Ihnen erlaubt, Ihre Handlungen auf Ihr Unterbewusstsein zu stützen. Das Unterbewusstsein ist dadurch mit einem natürlichen Wissen verbunden, wie Sie sagen. Die Zirbeldrüse der Eliten wird allerdings erhalten, denn dunkle Kräfte sprechen zu diesen Leuten über den gleichen Zugang. Für einen Christen aber hat die Zirbeldrüse eine andere Funktion. Sie öffnet tatsächlich deine spirituelle Seite deines Unterbewusstseins auf natürlichem Wege. Kein Zweifel, du hast es sicher auch bemerkt, dass sie DNA und Blutproben von Menschen sammeln. Was sie brauchen, sind geeignete Wirtskörper für dämonische Geister. Sie wollen herausfinden, was mit was kompatibel ist. Das ist es, was sie prüfen. Nicht jeder ist geeignet für eine dämonische Behausung. Was sie tun wollen, ist eine Volkszählung basierend auf diesen Informationen, um genau festzustellen, zu welcher Gruppe diese Individuen passen. Das ist ein Aspekt. Genau genommen haben sie versucht, die DNA von jedem zu korrumpieren. Jesus hat darauf hingewiesen. Das liegt daran, weil jegliches Fleisch verdorben ist. Gott kann nicht auf das Fleisch eines Mannes schauen, weil es verdorben ist. Und wir wissen, dass das Fleisch an den Tagen Noahs auch verdorben war. Alles Fleisch war damals verdorben. Und als Christus kam, war jegliches Fleisch wieder verdorben. Denn die Bibel sagt klar, es gab Nephilim in den Tagen vor der Flut und auch danach. Es existiert ein großes Durcheinander. Wenn jemand tatsächlich stichprobenartig genetische Proben der allgemeinen Bevölkerung entnehmen würde, wäre er geschockt. Weil einige der Gene, die durchschnittliche Person trägt, keineswegs einheimisch auf unserer flachen Erde sind und es muss von irgendwo anders her sein. Unterm Strich kann man sagen, dass sie auf der Suche nach kompatiblen Wirten sind für dämonische Wesen, denn sie sind auf dem Weg. In der Tat sind bereits jetzt schon viele hier. Ihre Eltern kommen aber. Sie sind zielgerichtet darauf, die Zirbeldrüse zu zerstören. So ist es für jedermann schwerer zu erkennen, was kommt. Instinktiv. Hier ist der Fehler, den sie gemacht haben. Wenn eine Person Jesus Christus als ihren Erretter annimmt, geschieht etwas im menschlichen Körper. Dinge beginnen sich zu ändern. Alles, was sie verdorben haben, kann sozusagen rückgängig gemacht werden. Jetzt liegt es an uns, ob wir weiterhin auf dieser schmalen Gerade bleiben. So gut wie wir können. Durch den Heiligen Geist und Jesus Christus werden wir im Geiste gereinigt, weil unser Fleisch bereits verloren ist. Es ist verloren. Ohne die Zirbeldrüse aber kann es sein, dass eine Person mit einer Wolke der Verwirrung herumläuft. Das ist es, was tatsächlich passiert. Wenn die Zirbeldrüse einer Person zerstört wird, leiden ihre Kinder tatsächlich auch physisch darunter. Wenn du die Zirbeldrüse der Eltern zerstörst aus irgendeinem Grund, werden die Kinder auch einen Teil der Zerstörung erben. Sie ist einfach nicht unversehrt. Um die Zirbeldrüse durch Gebet zu trainieren, die Steinherzen in den Totenschädeln von Toten lösen sich fast nicht auf, sind schon fast wie Knochen geworden. Durch das Gebet gibt es sowohl physische als auch chemische Veränderungen im Gehirn. Die einfach nicht ignoriert werden können. Aber wenn eine Person eine beschädigte Zirbeldrüse hat, ist es sowieso eine gute Sache, seine Ernährung zu ändern und die Dinge, die sie verwenden. Da Fluorid nicht nur ihre Zirbeldrüse schädigt, es beginnt dich auf genetischer Ebene zu durchbrechen. Das ist für niemand gut. Die allgemein bekannten Volkskrankheiten in der Welt ist voll damit in diesen Tagen. Die Einnahme von Fluorid zu stoppen ist jedenfalls eine gute Sache. Wenn die Zirbeldrüse einer Person komplett wiederhergestellt werden könnte, würde sie nicht länger mit einer Wolke herumlaufen. Ihre Gebete und Gedanken wären klar.
Sie würden nicht unter folgenden Dingen leiden, sagen wir mal einige von den Einbildungen, die Sie haben. Sie würden nicht mehr darunter leiden. Sie könnten bessere geistige Entscheidungen treffen, weil es Sie in einer Wolke herumlaufen lässt. Auch im Gebet und beim Nachdenken werden Sie manchmal kämpfen müssen, um wirklich in diese Stimmung zu kommen. Und eine beschädigte Zirbeldrüse macht einen emotional instabil. Es richtet Chaos in Ihren Emotionen und der Chemie Ihres Gehirns an, weil die hormonelle Freisetzung des Gehirns nicht so kontrolliert ist, wie sie war. Dann haben Sie Stimmungsschwankungen irgendeiner Art und eine ganze Reihe von Dingen, die Sie dann zu bekämpfen haben. Also sieh zu, dass du die Fluoride aus seinem System bekommst, durch eine gute Entgiftung. Das ist immer eine gute Sache. Es gibt eine Vermischung von Sachen hier auf der Erde. Es beinhaltet eine Vielzahl von Dingen. Und sie funktionieren mit wie einer Schwarmintelligenz. Und wenn die Eltern wiederkommen, ihre Kinder, die Dämonen, benötigen einen Wirtskörper, um diesen zu bewohnen. Die Eltern, die wir kennen, kommen zurück und es sind bereits viele hier. Das Tor wird dafür sorgen, dass der Rest von ihnen hierher kommt. Wenn die DNA eines Körpers geändert wird, macht es diesen Körper etwas robuster, aber sehr empfänglich für dämonischen Besitz. Das ist der Grund, warum nicht jeder für dämonische Besessenheit anfällig ist. Aber sie haben einige sehr gute Kandidaten mit sehr alten Genen unter ihnen. Es könnten gute oder schlechte Personen sein. Mit einer beschädigten Zirbeldrüse scheinen sie wie mit einer Art Wolke herumzulaufen. Wenn eine Person wirklich Christus annimmt, verändert er sich physisch auf einer genetischen Ebene. Solange du Christus hast und ihn als Wahrheit annimmst. Musst du dir keine Sorgen machen. Aber jetzt ist es zu einer spirituellen Abrechnung geworden. Das Gegenteil von dem, was Adam tat. Welche Macht hast du dich gefragt? Fortsetzung folgt.